Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Erzgebirge Live. Heute bin ich mal wieder bei der RVE und hier schaue ich mir den Ausbildungsberuf zum Kaufmann für Büromanagement an. Und dazu begleite ich den Anton neben mir hier einen ganzen Arbeitstag lang. Anton, sag mal, was sind denn so deine Aufgaben als Kaufmann für Büromanagement? Also was machst du da den ganzen Tag über so? Also ich tue hauptsächlich Kunden beraten, Vorplanauskunft geben an den Kunden und auch Vortickets verkaufen. Mhm. In der Buchhaltung bearbeite ich viele Rechnungen, die sehr, sehr wichtig sind und auch schnell gebucht werden müssen. Mhm. Das Marketing, da kann man sich voll künstlerisch austoben, das finde ich auch richtig klasse. Mhm. Und in der Verkehrsplanung, da plant man quasi die Linien und das macht richtig Spaß und da kann man sich mit anderen abstimmen und das finde ich richtig klasse. Sag mal, was macht dir denn an deinem Ausbildungsberuf so am meisten Spaß? Also was ist hier besonders? Also der Kundenkontakt ist sehr besonders, der macht mir auch sehr viel Spaß. Mhm. Man durchläuft außerdem auch sehr viele Abteilungen, mhm. die sind richtig abwechslungsreich und auch manchmal an verschiedenen Standorten. Mhm. Und das finde ich halt mega interessant und freue mich auf das, was noch kommt. Für den Ausbildungsberuf Kaufmann bzw. Frau für Büromanagement, ne? Welcher Typ Mensch sollte man da sein, um für den Beruf gut geeignet zu sein? Also man sollte auf jeden Fall mit dem Kunden gut umgehen können, weil das hier sehr, sehr wichtig ist. Man sollte sehr flexibel sein und man sollte auch sehr ordentlich sein. Und das ist ja halt die Hauptsache. Anton, dein Arbeitstag ist jetzt rum, ne? War wirklich sehr interessant und cool, mal zu sehen, was du so als Kaufmann für Büromanagement machst. Wirklich sehr, sehr cool. Und für euch jetzt, wenn ihr jetzt auch noch viele weitere Infos zu diesem Ausbildungsberuf wünscht, dann checkt unbedingt mal erzlive.de ab und gerne checkt auch die Homepage der RVE ab. Die freuen sich auf jeden Fall auch, wenn ihr hier eure Ausbildung startet. Liked und teilt das Video auf jeden Fall auch, damit es noch viele Leute mehr sehen. Und dann bedanken wir beide uns bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss.